Hier riecht was gut. Du machst Pfannkuchen. Bekomme ich einen? Nicht so schnell. Ich habe große Pläne. Ich will sie stapeln. Das wird ein Pfannkuchenturm. Beeindruckend, was? Schlag das. Lass mich nachdenken. Aha, ich nehme Marshmallows. Sieht köstlich aus. Und ist besser als Pfannkuchen. Ich denke nicht. Das war's. Hä? Was ist gerade passiert? Wird Zeit für eine 100-Schichten-Challenge. Klingt gut. Lasst uns anfangen, Betty zuerst. Danke, Mama. Wow, ich habe Chips bekommen. Das ist mein Glückstag. Ich war noch nie so glücklich. Wow, die sehen gut aus. Schön, dass sie dir gefallen. Okay, du bist dran. Hoffe, ich habe was Leckeres. Hä, nur ein Chip? Mehr bekomme ich nicht? Das ist voll lustig, aber den genieße ich trotzdem. Serviette muss sein. Ich habe Gabel und Messer. Es kann losgehen. Jetzt wird gegessen. So knusprig. Den werde ich genießen. Wirklich lecker. Reich an Geschmack. Genieße deinen einen Chip. Jetzt kann ich essen. Ich weiß. Ich staple die Chips. Ich brauche mehr. Und immer weiter. Läuft ganz gut. Der wird richtig hoch. Schön. Gefällt mir. Das sind viele Chips. Willst du auch? Ja, gerne. Hier, nimm den Chip. Wow, der Druck. Ich denke, ein Chip passt noch. So, warte. Nein! Was hast du getan? Mein Chipturm, du hast den zerstört. Bekomme ich einen Chip? Die gehören alle mir. Was kommt diesmal? Ich habe etwas Besonderes geplant. Hier ist es. Popcorn. Ich liebe Popcorn. Hey, was hast du bekommen? Darüber will ich nicht reden. Soll das ein Witz sein? Mama, erklär das. Ich bin nicht glücklich. Ist das ein Scherz? Das ist doch unfair. Schätze, ich esse das einfach. Ein Popcorn? Schlimmer geht's nicht. Ach, voll enttäuschend. Warte, ich weiß. Ich gehe wissenschaftlich vor und führe ein Experiment durch. Los geht's. Den gucke ich mir genauer an. Interessant. Sehr interessant. Ich habe alles, was ich brauche. Das ist mein geheimes Gebräu. Okay, ist eigentlich nur Limo. Ich tunke das Popcorn da rein. Hoffe, das wird gut. Es ist mit Limo vollgesaugt. Ich probiere mal. Es ist ekelhaft. Aber witzig war's. Ich esse mein Popcorn. Das ist gut, das soll nie enden. Ich bin so neidisch. Okay, ich bin fertig. Oh, eins ist noch übrig. Das esse ich auch noch. Trickshot. Ich will das. Hab's. Lecker. Ist das gerade wirklich passiert? Ich bereue nichts. Du warst zu langsam. Das werde ich mir merken. Jetzt wird ein leckeres Essen gekocht und ich habe etwas Besonderes geplant. Ich gebe Butter in die heiße Pfanne. Das brutzelt schon schön. Dann können die Marshmallows rein. Ich brauche eine Menge. Jetzt warte ich, bis sie schmelzen. Ich rühre die noch um, damit sie nicht anbrennen. Jetzt kommt ein Tropfen Lebensmittelfarbe dazu, dann werden sie schön rosa. Ich mische alles gut durch und schon verändert sich die Farbe. Genau so. Das kommt jetzt vom Herd. Und hier habe ich eine Schüssel voll Popcorn. Ich gieße den Marshmallow-Schleim einfach drüber. Jetzt mische ich das. Das Popcorn soll schön beschichtet werden. Ich muss fertig werden, bevor die Marshmallows fest werden. Sieht toll aus. Das ist perfekt. Eine Sache gibt's noch zu tun. Das Popcorn kommt in den Eimer. Hä? Irgendwas riecht hier gut. Wirklich gut. Ich muss das untersuchen. Fliegen wir los. Wuhu! Das will ich gleich probieren. Oh, fast vergessen. Ich brauche einen Drink. Eine köstliche Tasse Tee. Wieder eine sichere Landung. Oh, guck dir das an. Da fehlt noch etwas Würze. Diese scharfe Soße passt perfekt. Für Zeit vor Popcorn. Ah! Oh je, ertappt. Stell das Popcorn hin. Niemals, das ist meins. Autsch, passt doch auf.
warte mal. Meine schöne Reißzähne. Guck, was du gemacht hast. Okay, jetzt bin ich sauer. Zwing mich nicht, den Knoblauch zu holen. Hä? Was ist passiert? Oh, das sieht lustig aus. Du bist auch hier, hä? Ich will anfangen. Das ist so aufregend. Wow, guck dir das an. Ein Turm aus Schokoriegel. Der ist riesig und geht noch weiter. Was zum? Wie ist das überhaupt möglich? Hey, antworte mir. Komm zurück. Alles klar da oben? Ich brauche unbedingt ein Fernglas. Gut, dass ich keine Höhenangst habe. Das ist unglaublich. All meine Schokoträume werden wahr. Ich glaube, das war's. Wow, das ist fantastisch. Und der gehört mir. Worauf warte ich noch? Die werde ich genießen. Rein damit. Sie hat ein Glück. Okay, ich bin dran. Los geht's. Mehr nicht? Ein Schokoriegel? Huh. Oh, ich habe eine Idee. Das wird großartig. Ich brauche eine Tasse. Da kommt der Schokoriegel rein. So wird's nicht gehen. Die Stücke müssen kleiner sein. Das ist schon besser. Als nächstes kommt Milch dazu. Dann eine kleine Menge Mehl. Perfekt. Ich stehe total auf Süßes, also kommt noch Zucker rein. Dann alles gut umrühren, damit sich die leckeren Aromen vermischen. Das müsste reichen. Jetzt muss das heiß werden. Okay, sei mutig. Autsch, au, Puh, zum Glück ist's vorbei. Nächstes Mal bringe ich eine Mikrowelle mit. Ich rieche wie ein Grill. Aber das war's wert. Ein selbstgebackener Kuchen. Hoffe, der schmeckt so gut, wie er aussieht. Ich werde es gleich herausfinden. Der ist lecker. Mehr. Ich will mehr. Muss weiter essen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Ich will nicht, dass der endet. Ah, ich habe jeden Löffel genossen. Wow, das war fantastisch. Du, siehst anders aus. Ich bereue nichts. Das würde ich wieder tun. Warte. Ich fang an. Ich glaub's nicht. Wo ist das Essen? Oh, das ist nicht gut. Öffne deinen Teller. Wie du willst. Guck dir das an. Das ist ein riesiges Glas voll mit Käse. Wow, das ist so cool. Was? Ernsthaft? Das ist so ungerecht. Autsch. Ist das ein neuer Trend? Okay, wer hat die geworfen? Das ist ja eklig. Hey, ich beschwer mich nicht. Wenigstens habe ich Käse. Aber was mache ich mit dem? Nicht so einfach. Das ist eine Menge Käse. Warte, ich hab's. Ich kann die nehmen. Ist das eine Wasserpistole? Bist ein Kind? Warte, bis du das siehst. Jetzt wird's richtig heiß. Nimm das. Was passiert hier? Damit hast du nicht gerechnet, was? Schau dir dieses köstliche Milchprodukt an. Sieht fantastisch aus. Nichts kann mich und meine Feuerwaffe aufhalten. Der schmilzt. Schmilzt. Okay, das ist ziemlich genial. Ich denke, ich bin fertig. Und ich habe nur eine Scheibe Käse. Warte mal. Wird Zeit für die Fledermaus. Fledermaus Julie. Ich brauche einen Spitznamen. Der Käse gehört mir. Ich habe diesen Cracker. Den tunke ich in den Käse. Ist wie ein knuspriges Fondue. Wow, schön klebrig. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Oh ja, das ist der gute Stoff. Ih, eine eklige Fledermaus. Das habe ich gehört. Ist ziemlich gut. Die perfekte Fledermausportion. Daran könnte ich mich gewöhnen. Das ist toll. Ist es zu spät zu sagen, dass ich laktoseintolerant bin? Das könnte unschön werden. Zu viel Information. Oh, was ist das? Ich liebe Überraschungen. Solange es kein Knoblauch ist. Hä? Das ist eine Fernsteuerung. Ich hatte auf Diamanten gehofft. Nein, das ist fantastisch. Mein Freund Dracula hat so ein Ding. Probieren wir die aus. Ich drücke diesen Knopf. Wow, gratis Limo. Heute ist mein Glückstag. Jetzt du. Was für eine Verantwortung. Wow, unglaublich. Ich bin auch ziemlich durstig. Genau, was ich jetzt brauche. Ich liebe diese Fernbedienung. Ich frage mich, was noch kommt. Ich denke, ich bin wieder dran. Gib die her. Nein, ich will sie. Lass los. Was hast du getan? Das ist alles deine Schuld. Ich wusste, ich hätte dein Blut aussaugen sollen. Bist du bereit? Jetzt geht's richtig los. Guck dir diese Pizzen an. Soll das ein Scherz sein? Eine kleine Pizza? Dieses Gericht braucht einen Namen. Ich hab's. Der schiefe Turm der Pizza.
Ich probiere die gleich. Warte, wie soll ich die essen? So wird das nichts. Das ist ein Problem. Tja, meine Pizza ist leichter zu essen. Lecker. Oh wow, die ist gut. Ich kriege das hin. Ihr Messermeisterin. Setzen Sie Ihre Arbeit fort. Ich schneide die in Stücke. Das geht nicht. Ich muss was anderes probieren. Hey, komm wieder her. Versuchen Sie etwas Professionelleres. Ah, genau das brauche ich. Damit müsste es gehen. Guck dir das an. Was? Willst du mich verarschen? Woraus ist diese Pizza gemacht? Dafür gibt's nur eine Lösung. Das ist die beste Säge auf dem Markt. Etwas Industrielleres ist genau richtig. Die Pizza hat keine Chance. Du wolltest dich mit mir anlegen, was? Das könnte ich mir noch ewig angucken. Hey, das klappt. Guck dir das an. Puh, harte Arbeit. Ist wie ein Workout. Ich werde ohnmächtig. Ich kann jetzt nicht aufhören. Gleich bin ich durch. Hahaha, das macht Spaß. Ich hab's geschafft. Die perfekten Pizzastücke. Jetzt habe ich wirklich Hunger. Das hat Appetit gemacht. Ich werde die gleich probieren. Lecker. Davon kriege ich nie genug. Aber das ist nicht fair. Bekomme ich ein Stück? Nein. Gehört alles mir. Ich wusste, dass du das sagst. Aber egal, ich bin sowieso kein Pizza-Fan. Ja, sicher. Machen wir sie auf. Wow, Chilis. Puh, ich bin erleichtert. Die sehen fantastisch aus. Aber ich habe einen leeren Teller. Ich schaue mir den mal genauer an. Hey, ich habe was entdeckt. Hä? Ich sehe nichts. Da liegt eine winzig kleine Chili. Ist aber enttäuschend. Gut, dass ich eine Pinzette dabei habe. Langsam, hab sie. Ich hatte mir mehr erhofft. Das war's, wirklich. Immerhin ist es etwas. Wow, die ist scharf. Wow. Ups, Entschuldigung. Das war peinlich. Mach das nie wieder in meine Richtung. Ich mag meine Augenbrauen. Okay, ich bin dran. Das sind wirklich viele Chilis, aber ist okay. Ich habe eine Idee. Ich brauche diesen Mixer. Da kommen die Chilischoten rein. Angefangen mit der. Jetzt noch mehr. Was sag ich? Ich werf alle rein. Dann kommt Wasser dazu. Das müsste reichen. Jetzt drehe ich den noch hoch. Juhu, guck dir das an. Das soll schön sämig werden. Diese Farbe gefällt mir. Ich leck mir schon die Lippen. Noch ein bisschen länger. Das müsste reichen. Genau, was ich wollte. Den brauche ich nicht mehr. Ich gieße das ins Glas. Oh ja, ich weiß, das wird lecker. Ich brauche noch eine Chili-Garnitur. Nein, trink das nicht. Zeit für einen Kostümwechsel. Ich muss vorbereitet sein. Entspann dich, alles wird gut. Zum Wohl. Oh oh, geht's dir gut? Ich glaube, das war ein Fehler. Man sieht sich. Was zum... Oh, das war eine ganz schlechte Idee. Ich komm runter. Oh, pass auf. Das war anders. Riecht sehr verbrannt. Schon gut. Ich habe das im Griff. Oh, das fühlt sich gut an. Ist schön kühl. Ich mache nur meinen Job. Vielen Dank. Ich sehe lächerlich aus. Nein, siehst du nicht. Warte kurz. Jetzt siehst du lächerlich aus. Das vergesse ich dir nie. Komm schon, das ist lustig. Zum Glück konnte ich sofort eingreifen. Ich habe die Nase voll von Chilis. Wenn das Essen lecker ist, wollen wir immer mehr, stimmt's? Mit welchen Lebensmitteln würdest du eine 100-Schichten-Challenge machen? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Teile dieses Video mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses. Mmh, nicht schlecht. Sollen wir? Machen wir's. Wer hat die Tür abgeschlossen? Brian? Lass mich mal. Ich bin stark, weißt du. Komm schon. Ich lockere die erstmal. Da, der Schlüssel. Siehst du? Ah, na klar. Dann kommen wir hier doch noch raus. Tada! Hä? Wie ist das da hingekommen? Keine Ahnung. Und jetzt? Guck, ich habe ein Loch gemacht. Da draußen sieht's verrückt aus. Warte mal. Okay. Attacke! Ah! Wow! Was ist das für ein Ort? Ich komme. Hi. Hey,
Boah, willst du spielen? Auf jeden Fall! Guck! Cool! Guck dir dieses Monster an! 100 Drops in einer Flasche und ich werde sie alle essen! Wow! Rein damit! Voll lecker! Ich habe meine eigene Gummiüberraschung. Guck mal! Komm zu Papa! Spritzige Orange! Mehr ist da nicht drin? Wow, wie sind die hierher gekommen? Krass, das Teil ist ja riesig! Wie viele Malteser sind da drin? 100, Baby! Wow! Und die gehören alle mir! Jetzt kann die Party losgehen! Ich muss wissen, was ich hab! Oh, das ist doch unfair! Das sind gerade mal eine Handvoll Malteser! Besser als nichts, schätze ich! Hauen wir rein! Au, knusprige Köstlichkeit! Guck dir das mal an! Cool! Muss schön sein! Los geht's! Weißt du, wie man die besser macht? Mit einem Becher Milch! Frischer als so geht's nicht! Na los! Da kommt sie! Gut gemacht, Girl! Muu! Danke für deine Hilfe! Jetzt geht ihr baden! Passt perfekt! Prost! Nicht schlecht! Boah, ich bin voll! Hä, was ist das? Verbrennen, wenn du es nicht essen kannst? Wirklich? Aber wie? Ich habe ein Feuerzeug! Guck's dir an! Lass es brennen! Bist du dir da sicher? Oh, Junge! Gute Idee! Buh. Gleich? Boah, guck, wie es abgeht! So schön! Wow! Du zuerst! Okay! Oh, so viele Zitronen! Das sind die Früchte eines ganzen Baums! Zeit zum Reinbeißen! Ui, die ist saftig! Ich beiß in noch eine! Lecker! Okay, jetzt bin ich dran! Eine Zitronenscheibe! Wow! Wow! Ich weiß! Mir läuft die Spucke zusammen! Guck! Ja, egal! Jetzt wird gekostet! Oh, oh, voll sauer! Oh nein! Keine Bange, ich helf dir! Das könnte ein bisschen wehtun! Warte, gleich! Komm schon! Ich hab's geschafft! Puh, ich hab genug! Deine Entscheidung! Warte mal! Jetzt ist alles glasklar! Oh yeah! Guck dir das an! Her mit dem Saft! Hey! Oh yeah! Ich wollte das benutzen! Hier, steck die da rein! Bereit? Dann quetschen wir sie aus! Guck! Wow! Hier ist das Wasser! Und die noch! Da muss auf jeden Fall Zucker rein! Sauer verschwinde! Perfekt! Fast! So! Das ist perfekt! Total die Zitronenperfektion! Das nenne ich erfrischend! Und jetzt erfrischen wir uns! Danke! Auf uns! Zum Wohl! Wow! Der ist groß! Was? Da oben! Hä? Oh nein! Ein riesiger Pickel! Ich werde den einfach abdecken! Oder? Das muss funktionieren! Ich brauche viel davon! Bitte, das muss klappen, bitte! Und? Echt hart! Zweite Schicht kommt sofort! Verteilen? Komm schon! Ist echt schwer! Und? Der ist noch da? Er ist jetzt ein Teil von mir! Findest du das lustig? Ich fordere dich heraus! 100 Schichten, Baby! Oh Mann! Typisch mein Glück!
lecker. Ah! Ich hab Angst. Oh nein, das ist nicht gut. Bleib ruhig. Ich hab eine Kerze. Es werde Licht. Besser als nichts, oder? So. Hier drüben noch. Jetzt ist's nicht mehr so gruselig. Hä? Meine Kerzen! Oh nein, die auch? Hä? Was ist hier los? Das gefällt mir nicht. Buh. Ah! Erwischt. Nicht lustig, Brian. Dein Gesicht. Macht dir das Angst? Die 100-Schichten-Challenge. Ist nur ein bisschen Wachs, siehst du? Oh. Keine große Sache. Ich hab's kapiert. Machen wir was Cooles, okay? Das ist warm. Andere Seite. Das wird eine Weile dauern. Noch 97 Schichten. Es wird dicker. Und langweiliger. Warte, das sind 100. Boah, das ist echt cool. Wow, ich will auch sowas machen. Würdest du auch gerne an einer 100-Schichten-Challenge teilnehmen? Mach doch! Abonniere unbedingt unseren Kanal, damit du keinen Spaß verpasst. Ha, das gute Leben. Die Sonne scheint und ich tue was für meine Bräune. Ha, da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Was ist los? Oh, krass! Hoffe, du hast Hunger. Jetzt schon. Gut, denn das Teil ist schwer. Wow, pass auf. Nein! Mayday, Mayday, Mayday. Oh, nein! Was? Wo sind wir? Ich habe Popcorn im Haar. Das ist meine Schuld. Warum fängst du nicht an? Nein, fang du an. Dann mache ich das. Wow, guck dir das an. Das ist Zuckerwatte. Und zwar eine Menge. Das ist so farbenfroh. Wow, du hast voll Glück. Ich probier mal. Als hätte ich eine Wolke in der Hand. Eine süße, leckere Wolke. Mh, die ist echt gut. Schmeckt mir. Ich bin voll glücklich. Die ist so flauschig. Sowas könnte ich jeden Tag essen. Nichts kann diesen Moment ruinieren. Besser geht's eigentlich nicht. Leo? Du musst aufhören. Was? Niemals. Sie ist zu gut. Ich mein's ernst, Leo. Ich will mehr. Hä? Wo ist sie hin? Statt der Pfütze sollte hier meine Zuckerwatte sein. Was für eine Art Zauberer ist das? Warst du das? Du warst so neidisch auf meine Zuckerwatte. Was? Nein. Das Leben ist so grausam. Wow, das verkraftet er nicht. Aber egal, ich bin dran. Hä? Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich beschwere mich nicht. Ich kann mir selbst Zuckerwatte machen. Los geht's. Ich halte den Stick in die Maschine und bewege ihn. Hey, ich mach's. Ich mach Zuckerwatte. Ist doch nicht so beeindruckend, wie ich dachte. Heult er immer noch? Ich will meine Mami. Mir bleibt nur eins übrig. Leo, die ist für dich. Was? Hier hast du. Hast du die gemacht? Wow, danke, Lexi. Du bist die Beste. Hoffe, die schmeckt dir. Ist voll lecker. Wie findest du sie? Köstlich. Du musst noch mehr machen. Oh, was für eine saftige Erdbeere. Die probiere ich. Ich habe die zuerst gesehen. Los. So langsam, Leo. Die gehört mir. So frisch. Guck dir die an. So winzig. Ich muss was tun. Die muss größer werden. Bleib zurück, Lexi. Das ist deine Aufgabe für einen Profi. Jetzt wird gepumpt. Das wird bestimmt klappen. Ich habe das in Comics gesehen. Und Comics lügen nie. Ich glaube das nicht. Sie wird immer größer. Ich hab's doch gesagt. Leo, ich denke, du solltest aufhören. Ah! Was ist passiert? Das war mal was anderes. Wie aufregend. Ich weiß.
Eins, zwei, drei. Ich hab gewonnen. Juhu. Mal sehen, was ich hab. Wow, das ist ein Kaugummiautomat. Der sieht cool aus. Ich will einen. Wow. Dafür muss ich den Hebel drücken. Den probiere ich gleich. Hoffe, der schmeckt gut. Rein damit. Lecker. Du bist dran. Endlich. Schauen wir mal, was es ist. Wow, guck dir das an. Was für eine Überraschung. Das ist eine riesige Rolle Kaugummi. Wow. Guck sie dir an. Die ist gigantisch. Ich koste gleich mal. Wow. An der werde ich lange knabbern. Dann fange ich mal an. Der ist schön zäh. Und? Ist der gut? Langsam, Lexi. Der ist zu gut. Oh, ich mache eine Blase. Guck dir das an. Ich habe geübt. Das reicht, Lexi. Lexi, stopp! Mach's gut, Leo. Was? Nein, komm zurück. Ich werde dich retten. Ich mache auch eine Blase. Oder auch nicht. Ich habe Höhenangst. Mach was, Leo. Hol mich runter, sofort. Verlass dich auf mich. Okay, Kaugummis, enttäuscht mich nicht. Ich verlasse mich auf euch. Ich brauche viele Kaugummis. Na los, kauen. Es ist Showtime. Ich schaff das. Halt dich fest, Lexi. Ich bin unterwegs. Wow, was für eine Aussicht. Hey, Kumpeline. Schön, dich hier zu sehen. Was macht der Vogel da? Das war eine holprige Landung. Deshalb fliege ich nicht so gerne. Schokolade. Mach deins zuerst auf. Wenn du das sagst. Wow, wie cool. So viele Lollis. Als ob all meine Träume wahr werden. Ich fange mit dem hier an. Das bringt mich auf eine Idee. Hey, Lexi. Ich glaube nicht. Yikes, wie peinlich. Ein Versuch war's wert. Wenigstens kann ich den Lolli küssen. Wow, was für ein guter Küsser. Du bist echt komisch. Ich bin dran. Ist das ein Witz? Diese Lollis sind so klein. Naja. Die sind voll klebrig. Runter von mir. Das ist voll nervig. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich streue Glitzer auf meine Nägel. Und klebe die Lollis auf. Sieht total bezaubernd aus. Was für eine lustige Maniküre. Meine Nägel glitzern. Ich denke, ich bin fertig. Gefällt mir. Sieht fantastisch aus. Gut genug, um die zu essen. Was sagst du, Leo? Langweilig. Autsch. Wo kommt der denn her? Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Los geht's. Ich lege meine Lollis in den Topf. Dann drehe ich den Herd auf. Ich schmelze die ein. Genau so. Das riecht gut. Jetzt umrühren. Soll ja nicht anbrennen. Das wird ein heißer Sirup. Sieht gut aus. Ich hole die Stiele raus. Ich gieße den Sirup in die Bärenform. Aber ohne zu kleckern. Unten schiebe ich ein Eisstäbchen rein. Dann fest werden lassen. Jetzt habe ich einen Mega-Lolli. Guck dir den an. Der ist fantastisch. Das ist der größte Lolli aller Zeiten. Beeindruckend. Mal sehen, wie der schmeckt. Hey, hör auf zu starren. Puh, ich habe meine eigenen Lollis. Lecker. Was war das? Wow, siehst du das? Der steckt in deiner Zunge. Gefällt mir irgendwie. Lexi, den musst du probieren. Nein, danke. Mehr für mich. Diese Challenge hat bestimmt Appetit auf mehr gemacht. Wessen süße Snacks würdest du gerne mal probieren? Die von Leo oder Lexi? Verrate es uns unten in den Kommentaren. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere leckere Videos wie dieses. Wow, ein Kaugummiautomat. Das ist so aufregend. Ich will Süßigkeiten. Ich lege das Geld hier rein und ich bekomme Süßigkeiten. So köstlich. Hast du das gesehen? Sie muss Süßigkeiten wirklich mögen. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ah, da ist das, wonach ich gesucht habe. Holen wir uns die Süßigkeiten. Ich werde es drehen. Wuhu, wir haben Süßigkeiten. Das ist für dich. Du bist so nett. Ist okay. Ja, ich hatte schon bessere. Moment, was ist los? Warum habe ich ein schlechtes Gefühl? Wow. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Was ist hier los? Schauen wir mal, was wir da haben. Du fängst an. Wow, sieh dir das an. Wo ist mein Essen?
Ich schätze, du bist eifersüchtig. Das ist nicht fair. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Ich werde wohl meine Bonbons ausprobieren. Was zum? Das musst du sehen. Das ist ein Süßigkeitenturm. Das ist das Tollste überhaupt. Der Turm ist riesig. Soll das ein Scherz sein? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Egal, ich habe immer noch meine Süßigkeiten. Ich weiß, dass es köstlich sein wird. Das kann eine Weile dauern. Und ich werde jeden einzelnen Bissen genießen. Wer ist jetzt eifersüchtig? Kann ich etwas davon haben? Bitte. Nö, das ist meins. Der ist so lecker. Ich hab's. Was? Es regnet Süßigkeiten. Ich will, dass das nie aufhört. Ich fühle mich so lebendig. Oh, no, no. Das ist schon in Ordnung, denke ich. Warte eine Sekunde. Was ist das? Was starrst du mich an? Nein, was ist mit mir los? Ich hab Pickel. Das ist so seltsam. Halt still. Das nehme ich an mich. Was machst du da? Hm, ist das lecker. Ich will mehr. Bleib zurück. Ich frag mich, was es dieses Mal sein wird. Machen wir es interessanter. Oh, geheimnisvoll. Nicht gucken. Ich muss nachsehen. Hä? Das ist Knoblauch. Das ist enttäuschend. Wenigstens hast du nur eine Knolle. Und ich hab das alles. Ich hoffe, du gehst nicht zu deinem Date. Bring wir es hinter uns. Wie schlimm kann es sein? Ich werde den Knoblauch zerdrücken. Ich will die Schale nicht essen. Okay, wünsch mir Glück. Das ist übel. Igitt, du isst es tatsächlich? Ach, das ist schon in Ordnung. Ich hatte schon Schlimmeres. Dein Atem ist ekelhaft. Du musst dir die Zähne putzen. Du bist dran. Nein, das will ich nicht. Ich fass die nicht an. Das kann ich nicht. Hä? Was machst du da? Wow, ich werde den Knoblauch essen. Das nenne ich Gruppenzwang. Das ist ein grausamer Scherz. Ich schäle ihn zuerst. Ich kann das. Ich tue so, als wäre es ein Bonbon. Schreckliche, stinkende Süßigkeiten. Igitt, das war's. Kau es. Danke für die Ermutigung. Eine weniger und noch viele mehr. Ew, das ist die letzte. Ich kann nur Knoblauch schmecken. Weißt du, so schlimm ist das nicht. Man gewöhnt sich dran. Boah, ich habe das Gefühl, mein Gesicht schmilzt. Was? Sei nett. Du riechst auch nicht gut. Der Rum dreht sich. Ich fühle mich nicht gut. Liam, geht's dir gut? Das ist nicht meine Schuld. Ist das Knoblauch? Igitt. Was? Ich bin gerettet. Wow, ich kann auch Knoblauch riechen. Was ist passiert? Das ist so schlimm, Olivia. Das werde ich brauchen. Aber nicht für mich. Ist das notwendig? Ja, ist es. Das ist so demütigend. Es bleibt dran. Bist du dazu bereit? Ich wurde bereit geboren. Öffne sie. Wow, ein Ballon. Die können wir nicht essen. Ich bin so verwirrt. Warte, ich habe eine Idee. Wir sollten sie platzen. Was meinst du? Das wird ganz schön laut. Halte dir die Ohren zu. Ich lasse sie platzen. Da ist etwas drin. Ah, was ist das? Wow, Augäpfel. Gib mir die Nadel. Nimm es. Sei mutig. Wahnsinn. Das war ein Knaller. Wow, viele, viele Augäpfel. Hey, Liam. Ich beobachte dich. Moment. Hast du das alles? Oh, ich habe nur zwei. Naja, ich werde sie trotzdem genießen. Hm, die sind matschig. Ich entscheide mich für den hier. Ist irgendwie seltsam. Aber schmeckt fantastisch. Ich will mehr. Die sind so köstlich. Ich könnte sie den ganzen Tag essen. Hm. Wer hätte gedacht, dass Augen so gut schmecken können? Langsam, Liam. Das kann ich nicht. Die sind einfach zu gut. Ich fühle mich irgendwie komisch. Was ist mit meinen Augen passiert? Wow, das ist verrückt. Schau mal. Gelb. Okay, das ist gruselig. Aber ich mag es. Ja, ja, du siehst gut aus. Oh, ich muss rülpsen. Nein, das ist so magisch. Ups, tut mir leid. Mach's nochmal.
Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für weitere lustige Videos wie dieses. Woohoo! Oh, mein Magen knurrt. Spielzeit ist vorbei. Stattdessen Sandwich-Zeit. Oh yeah. Hä? Mein kleiner Bruder will ein Sandwich? Na gut, alles klar. Tada! Sieht das gut aus. Und hier ist meine Mitfahrgelegenheit. Ich komme. Oh, er will ein Sandwich. Gut, dass ich immer vorbereitet bin. Geräucherter Tofu. Immer startklar. Ich komme. Ich laufe so schnell ich kann. Hi, Süßer. Hey, kleiner Bruder. Wow, sieht toll aus. Danke. Und das hier? Voll lecker. Welches nehme ich denn? Sag's mir. Guter Hund. Ich sage, wir haben eine Challenge. Los geht's. Bereit? Wow. Wir essen heute gut. Wo sind wir? Oma? Hey, wir sollten die aufmachen. Oh, okay. Los geht's. Nutella, lecker. Mach doch mal deins auf. Oh, das mache ich. Hä? Ich kann's kaum sehen. Das ist ja winzig. Nicht mal genug für einen Bissen. Oh, das ist zu schade. Echt traurig. Die Party kann losgehen. Du meine Güte. Ich weiß, was ich mache. Mein Blechkuchen. So schwer. Süße kleine Schokolade. Wow, sie macht Kuchen? Ich definitiv nicht. Hier ist der Löffel. Wow, schau mal, wie viel das ist. Das wird nicht klappen. Halt mal. Ich brauche was Flacheres. Na, dann wollen wir mal mit diesem Ding. Der ist echt groß, was? Perfekt, und nun schön verteilen. Ist das nicht befriedigend? Der lässt sich gut auftragen. Wunderbar. Wow. Ich hätte auch gerne Kuchen. Naja, okay. Ich hab's. Meinen Barbie-Ofen. Und auch meine gesamte Barbie-Küche. Na, dann werde ich mal das Brot rösten. Nice. Schokolade bitte. Und nun zum Pfannenwender. Hab ihn. Die sind wie füreinander geschaffen. Ich mach den schön voll. Im Vergleich dazu ist er sehr groß. Wow, sieht gut aus, stimmt's? Nein, ich sehe nichts. Doch, genau hier. Upsi. Oma. Oh, das sieht nicht gut aus. Schöne Schokobrille. Hallo, sind wir fertig? Was findest du besser? Phew. Okay. Hey. Was? Damen zuerst. Kinder. Oh, wow. Sieh dir das an. Wow, das ist echt gut. Was ein schöner Anblick. Ich bin dran. Wow, aber ich habe nur einen. Ein trauriger kleiner Cupcake. Dein Pech. Ich werde nun ein paar Törtchen dekorieren. Angefangen mit Gelb. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Langsam und los. Das ist echt traurig. Aber ich kann es ja mal versuchen. Wer braucht schon Utensilien? Das geht doch auch so. Siehst du? Wunderbar. Hey, weg von meinem Cupcake. Nein! Die ist total klein. Aber ich erwisch sie. Jared! Sieh nur, was du getan hast.
Jared? Hi! Schöne Törtchen! Ich rede nicht mit Fliegen. Oh, mein Cupcake ist ruiniert. Aber warte mal, ich hab da so eine Idee. Ich mache noch eine Schicht drauf. Und boom! Wow, sieh dir das an. Und nun Schicht Nummer 3. Cool. Und nun Schicht Nummer 4. Boom. Wow, ist das schön. Aber ich bin noch nicht fertig. Schau her. Wow, nice. Oh. Schau dir diese Schönheit an. Sieht cool aus, was? Ganz wie vom Profi gemacht. Und ich habe ihn selbst gemacht. Nice, Oma. Hä? Ach, verschwinde. Ich freue mich. Hey, spielen wir drum? Schere, Stein, Papier. Schere schlägt Papier. Ach, okay, fein. Wow, das macht Spaß. Was? Gar nichts? Das kann doch nicht sein. Oh, zu schade. Echt traurig. Und ich habe den Volltreffer. Oh nein, mein Zahn. Oder besser gesagt, Zähne. Blödes Bonbon. Witzig. Das ist nicht lustig. Okay, ich brauche auch noch was. Hier muss es doch irgendwas geben. Okay, dann wird's unter dir sein. Echt jetzt? Nix? So ein Mist. Ich habe so viele davon. Ich weiß. Ich habe hier was drin. Was? Was ist es? Ich habe Mehl und mein Nudelholz. Alles klar. Unglaublich. Ich brauche alles. Oh Mann, ekelhaft. Tut mir leid. Ich brauche eine flache Oberseite. Wunderschön. Und nun zur Sahne. Davon brauche ich sehr viel. Dann einfach glatt streichen wie Zuckerguss. Mega. Und nun zum lustigen Teil. Oh ja, so geht's. Wow, pass doch auf mit den Dingern. Oder besser, her damit. So, jetzt sind sie alle geordnet. Und ich entwerfe ein lustiges Design. Sie haben alle Platz. Hey, nicht schlecht. Voll lecker. Tada, schau dir das an. Das ist genug Schokolade für Tage. Lecker. Das bringt mich auf eine Idee. Schau. Was willst du damit? Sag ah. Ah. Yeah, passt perfekt. Los geht's. Volltreffer. Nice. Dann schicke ich dir jetzt mal einen. Mach den Mund weit auf. Lecker. Oh Mann. Oh Mann. Zeit zum Öffnen. Ach, ich mach's einfach. Ah ja, wie vielseitig. Ich schlag sie gleich mal auf. Leckere Sachen beginnen mit Eiern. Und nun wird's richtig heiß. Los geht's. Die werden jetzt gegart, siehst du? Okay, dann bin ich dran. Wow, was mache ich denn mit denen? Sieht irgendwie voll ernst aus. Aber ich habe schon eine Idee. Dazu brauche ich Klebeband. Okay, sehr schön. Und nun zum nächsten Schritt. Bereit? Los geht's! Ich drücke eine nach der anderen runter. Die Hälfte ist schon geschafft. Vorsichtig, langsam. Jausa, das ist super. Schau dir das an, Oma. Wow, sehr hübsch. Ich habe es farbenfroh gemacht. Und das hast du sehr gut gemacht. Meins ist auch gleich fertig. Sieht lecker aus, oder? Wow, echt nice. Das finde ich auch. Welches ist besser? Beide sehen ziemlich köstlich aus.
Das finde ich auch. Na, Hunger bekommen? Teile das Video auch gerne mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere den Kanal für weitere köstliche Videos. Ich liebe Süßigkeiten. Und dieser Augapfel, der ist so weich und matschig. Was machst du da? Du bist ja nur neidisch. So isst man Augäpfel. Einfach reinstopfen. Naja, ich esse jetzt Popcorn. Lecker. Schön knusprig. So ist das also, hä? Huh? Es ist Chipszeit. So lecker. Aber da kommt noch mehr. Oh ja, das ist der gute Stoff. Schlag das. Herausforderung angenommen. Her mit der süßen, süßen Güte. Ich bin ein Snackmaster. Mädels, was ist hier unten los? Oh nein, Mama kommt. Ich sagte keine Süßigkeiten vor dem Abendessen. Sie hat angefangen. Es reicht. Zeit für die 100-Schichten-Challenge. Oh, cool. Na gut, bringen wir es hinter uns. Los geht's. Wow, guck dir diesen Ort an. Das wird ein Spaß. Ich will anfangen. Hoffe, es ist was Gutes. Hä? Das war's? Ist ein bisschen enttäuschend. Das ist ärgerlich. Na, guck dir das doch an. Ich dachte, das wird eine Challenge. Was hast du bekommen? Finden wir es raus. Oh yeah, das sieht schon besser aus. Das ist so viel Schokolade. Ich kann's kaum erwarten. Rein damit. Soll das ein Witz sein? Ich bin gerade voll glücklich. Vielleicht kann ich was tun. Hey, ich hab's. Ich brauche nur was aus meiner Tasche. Ah, danach habe ich gesucht. Das ist perfekt. Dann fange ich mal an. Ich lege das Toast aufs Brett und rolle es flach aus. Ich fühle mich wie eine Profiköchin. Die Schokolade kommt unten aufs Brot. Dann rolle ich es auf. Das muss schön eng werden. Ich lege es auf den Grill. Jetzt brauche ich ein Ei. Ich hab's verquirlt und bestreiche damit das Brot. Dadurch wird es goldbraun. Das dauert nicht lange. Ich denke, es ist fertig. Vorsicht, es ist heiß. Das sieht lecker aus. Wow. Ich streue noch Puderzucker drüber. Und das war's. Ich werde es auch gleich probieren. Das wird knusprig und cremig. Guck dir das an. Nicht schlecht, was? Ich drück das gleich. Und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Einfach fantastisch. Ist wie eine Party in meinem Mund. Ich habe eine Idee. Guck dir das mal an. Das wird dich umhauen. Ich lege die Schokoriegel hier hin und staple sie. Genau so. Wie hoch komme ich? Ruhig, eine falsche Bewegung und alles stürzt ein. Beeindruckend, was? Das ist der schiefe Turm der Schokolade. Das ist der letzte. So, fertig. Wow, das ist ein Kunstwerk. Betty, guck mal. Schokolade. Hä? Was ist das? Wow, träume ich? Genau sowas wollte ich schon immer. Bekomme ich ein Stück? Was? Nein, du kannst mich nicht aufhalten. Nein! Es wird passieren, Lexi. Es ist unvermeidlich. Verstanden? Du hast ihn zerstört. Meine harte Arbeit ruiniert. Ich bereue nichts. Nie kann ich schöne Dinge haben. Aber es schmeckt gut. Mir geht's gut. Ich mach zuerst auf. Los geht's. Wow, eine große Schüssel mit Nudeln. Genau, was ich mag. Sieht köstlich aus. Jetzt bin ich dran. Wünsch mir Glück. Warte mal. Wo ist meine Riesenschüssel? Da ist ja nur eine Nudel drin. Soll das ein Scherz sein? Das ist nicht lustig. Ich werde das genießen. Ich habe sogar eine Spezialgabel. Zurücktreten. Das könnte unschön werden. Wow, guck dir diese Spaghetti an. Die ist riesig. Noch kein Ende in Sicht. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das muss die längste Spaghetti der Welt sein. Wie soll ich die essen? Gib mir einen Moment. Bin gleich wieder da. Betty, wo gehst du hin? Betty! Oh, sie hört mir nie zu. Es nimmt kein Ende. Das geht ewig so weiter. Ich kann's nicht glauben. Ich muss hier durch. Was macht Betty da? Ich habe keine Ahnung. Dann werde ich die mal probieren. Tja, und das war's auch schon. Warte mal, ich werde was ausprobieren. Ich habe immer ein Ei für Notfälle dabei. Man weiß nie, wann man eins braucht. Ich schlage es auf und mache es in den Becher. Dann schön verquillen. Das müsste reichen. Das kommt jetzt in die Mikrowelle.
Timer einstellen und los. Schön im Kreis drehen. Es ist fertig und raus damit. Das riecht gut. Lecker. Noch ein paar Kräuter dazu. Und fertig. Da ist noch der Geschmack von den Nudeln drin. Das wird super schmecken. Ich koste mal. Wow, so mag ich das. Wow, sogar besser, als ich gedacht habe. Ich esse alles auf. Hey, Betty. Warte. Ich will nicht drüber reden. Ich bin erschöpft. Hey, das Ende der Spaghetti. Warte mal, was ist das? Stimmt was nicht? Da ist was in meiner Nudel. Das ist ja ekelhaft. Ich kann das nicht essen. Igitt. Ei im Becher? Nee, mir reicht's. Aufgepasst, Mädels. Dieser Kurs ist voll langweilig. Ich habe eine super spannende Lektion für euch. Denkst du, was ich denke? Ich bin dir weit voraus. Ich liebe Chips. Das mag kompliziert aussehen. Sehr interessant. Aber es ist sehr einfach. Stell die Pfanne drauf. Seht ihr? Das war doch einfach. Jupp, also wenn wir... Moment mal. Wer hat die große Pizza bestellt? Lecker. Oh, was ist hier los? Ich muss los. Ich bin so wütend. Wir wollten ihnen ein Stück abgeben. Es wird Zeit für die 100-Schichten-Challenge. Nein, alles nur das nicht. Wow, wie hat sie das gemacht? Bist du bereit? Mhm. Ich will anfangen. Ich bin gespannt. Wünsch mir Glück. Wow, guck dir das an. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Willst du mich verschaukeln? Du hast so viel Glück. Das sind so viele Marshmallows. Fantastisch. Okay, du bist dran. Was hast du bekommen? Naja. Bringen wir es hinter uns. Ja, genau wie ich dachte. Ein Marshmallow. Wie kann das gerecht sein? Ich verstehe es nicht. Ich mag dieses Spiel nicht. Sch, du ruinierst den Moment. Ha, guck dir deinen Teller an. Als würde man eine Wolke essen. Warte. Ich war noch nie so glücklich. Ich bin im Marshmallow-Himmel. Nichts kann diesen Moment zerstören. Das ist so schön. Wow, wie wunderbar. Was macht sie da? Ich muss doch was tun können. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Ein Versuch ist es wert. Ich drücke die Pumpe in den Marshmallow. Komm schon. Puh, das ist harte Arbeit. Ich muss weiter pumpen. Ach, das klappt nicht. Zurück zum Anfang. Mein Zauberstab lässt mich nie im Stich. Ich wusste, das Sommerlager in Hogwarts war hilfreich. Marshmallow, wachse. Sag ich's richtig? Vielleicht braucht mein Zauberstab neue Batterien. Langsam wird's nervig. Aber ich gebe nicht auf. Dann eben was anderes. Ich stell den in die Mikrowelle. Und Timer einstellen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Gleich ist es soweit. Hey, da passiert was. Der wird immer größer. Ich wusste es. Wow, guck dir den an. Ist wie ein Kopfkissen. Der größte Marshmallow, den ich je gesehen habe. Und der gehört mir. Oh, wow. Das Beste, was ich je gegessen habe. Oh, meine Träume werden wahr. Warte, nein. Da sind zu viele. Ich gehe unter. Jemand muss mich retten. Weg mit denen. Hä? Was ist passiert? Hä? Wo hast du den her? Willst du mal probieren? Ich habe den in der Mikrowelle gemacht. Ziemlich clever, was? Was? In der Mikrowelle? Vergiss es. Alles klar, mehr für mich. Sie ist verrückt geworden. Beim Essen kommt es nur darauf an, dass es lecker ist, stimmt's? Was ist dein Lieblingssnack? Verrate es uns in den Kommentaren. Teile das Video auch mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses.